Promi-Geflüster beim ZDF Winterpressetag in München. An meiner Seite die Emilia Dernsdorf. Gerade kam sie ein bisschen verspätet an. Der Zug hatte Verspätung. Können wir uns nachher vielleicht kurz drüber noch auslassen? Denn zunächst wollen wir dich mal vorstellen für die Rolle beim Bergdoktor. Bergdoktor, so, nicht verschlucken. Für die Rolle beim Bergdoktor, der im Jahr 2020 gleich zu Jahresbeginn ausgestrahlt wird. Mhm. Was kann man denn sagen über die Rolle? Darfst du ein bisschen was verraten? Ich darf hoffentlich ein bisschen was verraten. Alles andere müsst ihr bestimmt rausschneiden, weil es zu viel ist. Kurz und knapp bitte. Kurz und knapp. Es geht um ein junges Mädchen, das eine nicht einfache Krankheit hat, die Sonnenkrankheit, die bestimmt auch einen lateinischen Namen hat, den weiß ich leider nicht mehr. Nicht schlimm, was, ich auch nicht. Einfach, genau, bedeutet, dass sie einfach nicht in die Sonne darf, falls ja, bedeckt, aber auch nicht lange. Und dieses Mädchen hat leider in frühen Jahren ihre Mutter verloren und lebt seit daher mit ihrem Papa zusammen. Mhm. Und die sind ein ganz enges Team, bis sie sich verliebt. Mhm. Und dann gehen die Probleme los, Höhen und Tiefen und so weiter. Aber man kann so viel verraten, es wird ein Happy End geben. Es wird ein Happy End geben. Ja, ein strahlendes Happy End. Mehr nicht. Einschalten Anfang Januar. Der Bergdoktor, die Winterausgabe, ganz genau. Das Ganze war ja im Schnee gedreht. Wie war es da für dich? War das? Als Berlinerin ist es halt wirklich spektakulär, weil man kennt Schnee so aus Film. Ich persönlich gehe auch lieber in den Sommerurlaub statt in den Winterurlaub und hatte dann eben diese 4 Wochen extrem viel Schnee. Und das fand ich am Anfang sehr schön und habe mich da auch an meine Kindheit erinnert, wo man dann viel gebaut und Schneemänner und so. Irgendwann war es dann doch zu viel. Aber so Sachen wie Schneemobil fahren selber auch und die ganze Landschaft dann von oben auf den Berg und dann kommt die Sonne und dann ist da das Team, das war schon eine tolle Erfahrung. Hat man da ein bisschen Zeit gehabt, dann auch die Gegend zu erkunden und ein bisschen die Gegend zu genießen? Oder war der Zeitplan zu straff? Für mich persönlich fand ich den schon ziemlich straff. Abgesehen davon ist es ja auch eine sehr kleine Gegend und öffentliche Verkehrsmittel existieren zwar, aber nicht im Minutentakt. Und abgesehen davon, dass wir halt mit dem Team verschiedene Motive hatten, habe ich jetzt nicht so viel erkundet. Jetzt habe ich auch ein bisschen rausgefunden, trotz deines jungen Alters, gerade mal Anfang 20, wenn man so viel verraten darf, ne? Sind es doch schon eine ganze Reihe an Filmen, wo du mitgewirkt hast. Ne? Das stimmt, ja. Wie geht die Erfolgsgeschichte da jetzt dann weiter? Also, was wird die Zukunft bringen? Geht's gerade so weiter, oder? Ja. Also bisher ja. Und ich hoffe, es bleibt so und ich freue mich auf neue Projekte. Für 2020, dann geht's schon ganz gut dann voran, denke ich mal, ne? Wenn der Bergdoktor dann kommt, auf jeden Fall. Ja, genau. Gibt es da irgendwie eine spezielle Auswahl, wie du deine Rollen aussuchst? Was macht ein gutes Drehbuch aus? Ich bin offen für alles. Ich finde immer interessant, wenn mit der Rolle was passiert, was nicht nur eben eine Geschichte, also so die Tochterrolle ist, sondern ich meine, dass die Tochter halt dann eben nicht nur dieses pubertierende ach Mann, sondern irgendwie noch ein Break hat. Es macht ein gutes Drehbuch aus. Ja, schwierige Frage. Okay. Nee, aber wenn du gerade Tochter angesprochen hast, vielleicht eine Zuschauer kennt dich auch aus Ein Fall für zwei, die Tochter vom Anwalt. Aber da wird sich auch nächstes Jahr oder in der nächsten Staffel, glaube ich, ein bisschen was verändern. Mehr wollen wir jetzt nicht dazu sagen. das waren, glaube ich, so in der letzten Zeit dann auch ein paar Folgen, wo du regelmäßig dann wieder zu sehen warst. Ne? Genau. Und da fand ich es halt ein bisschen schade, dass die Entwicklung gefehlt hat. Also die Nina war halt da und immer mal wieder störend und frech und hatte dann eben auch einmal eine Geschichte mit ihren Freunden, aber so viel mehr als dann doch die Tochter war sie nicht. Ist da nicht rausgekommen, genau. Okay, genau, klar. Ja,
Ich habe gerade auch vorhin schon im Vorgespräch gesagt, als ich ein bisschen recherchiert hatte, die Social Medias, da ist es bei dir ein bisschen schwach bestückt. Woran liegt das? Woran liegt das? Ich finde soziale Medien interessant, finde es aber irgendwie auch ziemlich erdrückend, wenn man so viel damit zu tun hat, wenn irgendwie man mit Freunden am Tisch sitzt und die was mit dir erzählen möchten, aber nebenbei eben dieses Instagram-Checken, weil Instagram-Checken, also ohne, dass es da, also weil man es einfach kann, weil das so zur Gewohnheit geworden ist und da bin ich einfach weggekommen und ich finde das wichtig zu sagen, wenn man arbeitet, dann arbeitet man, dann gibt es keine Ablenkung, weil es kann ja auch einfach sein, dass privat irgendjemand anruft und Probleme hat und dann geht man ran und plötzlich konnte man sich auf die Rolle nicht mehr konzentrieren. Das fände ich ja das Einzige, was in den sozialen Medien interessant wäre, eben meinen Job zu zeigen. Und dann finde ich halt aber auch im Privatleben, das geht keinem was an. Und auch da finde ich dieses, oh, guck mal, ich war im Urlaub und ich muss jetzt irgendwie, wo ich denke, die Leute fahren in Urlaub und ich glaube auch, der tollste Urlaub ist der, wo man eben keine Zeit hatte, Fotos zu machen. Genau. Finde ich einerseits ganz gut, die Einstellung. Also wie gesagt, wenn man heute irgendwie durch die Großstadt geht, also jeder guckt nur noch aufs Handy. Das stimmt, ja. Das ist total irgendwo auch gefährlich oder gerade wenn sie dann auch mit dem Kopfhörer noch durch die Gegend laufen und gar nicht mehr mitbekommen, was eigentlich um einen herum passiert. Ne? Ja. Ja, von daher, gute Sache, klar, einerseits. Ja, andererseits ist es irgendwie, da habe ich auch schon mitgekriegt, dass es irgendwie so eine Präsenz braucht, um eine Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber ich sage, wenn man da einen guten Weg findet, dann... Ja, we will see. Vielleicht hackt sich da mal jemand in Instagram ein und macht die App tot oder weiß ich nicht. Genau. Nee, also von daher noch sehr gut. Und dann geht es dann aber bei dir dann, denke ich mal, eher mit Freunden dann auch, dann liebst du es vielleicht eher mit Freunden privat mal auszugehen. Total, so, ne? Ja. Mhm. Genau. Ja, soweit haben wir es mit dem Bergdoktor hier mal. Wir hätten jetzt gerne noch den Vater, deinen Spielvater auch noch vorgestellt, aber der hat uns leider heute wegen Krankheit abgesagt. Simon, echt, ja. Genau. Habt ihr euch gut verstanden? Wir haben uns blendend verstanden. Das war echt eine schöne Zeit und es hat mich sehr gefreut, ihn kennenzulernen. Auch schon mal andere Projekte mit ihm zusammen gehabt? Nee, ich kannte ihn auch gar nicht. Ich glaube, das war so ein bisschen, weil er war ja der große Star von Herzensmenschen. Kannte ich es nicht. Was ja aber auch gut war, um nicht voreingenommen zu sein. Und wir haben uns schon beim Casting kennengelernt und wie ich fand, sehr gut verstanden und habe mich dann sehr gefreut. Okay. So, ich habe es am Anfang ja erwähnt. Jetzt kommen wir mal zu den kleinen Tücken des Alltags. Die Bahn. Die Deutsche Bahn. Bist du viel mit der Bahn unterwegs? Ja, ich fliege im Inland einfach nicht mehr. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, weil ich fliege eigentlich sehr gerne. Der Umwelt zuliebe lasse ich es. Dann plant man eben gerne mal 2 Stunden mehr ein, um nach Hause zu kommen. Ist ja gar kein Problem, weil ein schönes Zitat war ja auch, die Deutsche Bahn schenkt dir sozusagen die Minuten noch dazu. Die Lebenszeit mit der Deutschen Bahn kriegst du ja umsonst für diese natürlich total billigen Tickets, wo es richtig Spaß macht, auch irgendwo hinzufahren. Genau. Und wie lange Verspätung war es jetzt heute? Heute waren es, glaube ich, nur 40 Minuten? Oh ja, das geht ja noch. So alles über 20 Minuten ist zwar unpünktlich, aber bis 20 kann man ja schon sagen. Wir haben es geschafft. Der Umwelt zuliebe, sagtest du gerade. Genau. Setzt du dich da jetzt sehr viel ein oder was ist dein Fazit jetzt gerade auch, wenn es darum mit den Fridays for Future und so geht? Ich setze mich nicht ein, das sind mir zu viele Menschen, ehrlich gesagt. Aber ich finde, ich versuche darauf zu achten, eben wenig Plastik zu verwenden, nicht viel zu fliegen, kein Fleisch zu essen und keine Plastikflaschen zu kaufen. Und klappt nicht immer, finde ich auch eher, also es ist der erste Schritt, aber das mache ich, glaube ich, schon länger ganz gut. Und okay, also wie gesagt, Umwelt sollten wir eigentlich alle uns zu Herzen nehmen, da ein bisschen mehr drauf zu achten. Es wäre schön. Also ich finde auch, es fängt ja schon damit an zu sagen, sobald ich, weiß ich nicht, irgendwas esse auf der Straße. Ich meine, die Mülleimer sind da. Selbst wenn man eine Minute länger das Plastik in der Hand hat, dann
kann man es wegschmeißen und es gibt ja auch einfach gute Alternativen zu Plastiksachen. Ganz klar. Ja, also Umwelt wird uns noch, denke ich mal, lange Zeit beschäftigen. Ja, lange und, Zeit nicht, wenn es so weitergeht, ist ja irgendwann vorbei. Richtig. Und da sollte man wirklich dran denken. Ich meine, da wird man nicht mehr so schöne Momente und Aufnahmen haben mit dem Schnee in den Bergen. Das wird dann auch weggehen. Das wäre schade. Wir brauchen mehrere Bergdoktor-Winter-Specials. Sehr gut. Was wünschst du dir dann fürs Jahr 2020, wenn wir jetzt dann so in die Zukunft blicken? Gibt es Vorsätze? Oh, ich hoffe, der Film kommt gut an. Das wäre natürlich fantastisch. Sein, auf alle Fälle, genau. Ja. Was wünsche ich mir noch? Ich hoffe, es geht einfach so weiter wie bisher. Ich hoffe auch, gute weitere Erfahrungen machen zu können, neue, tolle Menschen zu treffen und ja, sowieso in die Richtung. Sehr gut, tolle Menschen treffen, das kann ich jetzt gerade nur wiedergeben, genau. Ne? Ja, wieder zurückgeben, ja. Genau. In diesem Sinne sage ich schon mal recht herzlichen Dank. Mit dem größten kurze Vergnügen. Gespräch. Ja. Wenn man jetzt wirklich noch ein bisschen was wissen möchte, gibt es eine Internetseite wenigstens? Es gibt meine Agenturseite. Okay. Ansonsten, ich bin über Facebook, naja, erreichbar. Also ich bemühe mich, die Nachrichten dann doch zu beantworten. Wenn sie nett geschrieben sind und wenn sie konstruktiv sind, also bei so einem Hey, na, wie geht's, schreibe ich nicht zurück. Klar. Aber ja. Okay, dann denke ich mal, dass wir mit unserem Video ein bisschen dazu beitragen konnten, auch ein bisschen mehr über die Emilia Bernsdorf zu erfahren. Und wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute und hoffentlich auf bald. Auf bald. In diesem Sinne. Danke. Ciao.